Schüttung, so muss es. Nice. Was spricht denn der für einen komischen Controller? Wir schauen auf jeden Fall mal weiter, vielleicht. So, yo Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um Zuschauermontagen. Ich habe schon echt lange nicht mehr in Form eines Videos auf euch reagiert und deswegen dachte ich mir, let's go, kann man auf jeden Fall mal machen. Es gibt sehr, sehr viele Montagen von euch. Ganz wichtig, wenn ihr in einem YouTube-Video dabei sein wollt, müsst ihr immer dran denken, dass die Montage no copyright sein muss. Sonst kann das Video geclaimed werden oder halt gestrikt werden und sowas und das wollen wir natürlich nicht. Bevor wir uns aber die ganzen Montagen anschauen, Leute, würde es mich sehr supporten, falls ihr meinen Creator-Code IVVB im Itemshop benutzen würdet. Sind nur 6 Buchstaben, ihr wisst Bescheid. Groß- und Kleinschreibung absolut egal. Schickt mir, wenn ihr euch was kauft, gerne was auf Instagram. Das poste ich auch sehr, sehr gerne immer in der Story. Sonst könnt ihr den Kanal noch kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich gebe mir sehr viel Mühe bei meinen Videos. Aber jetzt würde ich sagen, wir starten rein. Let's go. So, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt alle die Montage mal eingegeben. Es gibt 1207 Videos. Wir haben uns natürlich schon einige im Stream angeguckt, das ist klar. Aber mal gucken, was wir hier auf jeden Fall so finden werden. Bin auf jeden Fall gespannt. Ja, das ist traurig. Ich habe jetzt schon 2 eingeklickt, die so gut angefangen haben, aber die sind halt Copyright. Das ist halt so bitter. Ich habe hier eine gefunden und zwar von TrixFN. Druck. Heißt sie. Ziemlich viele Kommentare, nicht so viele Abonnenten, aber sehr, sehr gute Aufrufe dafür. Wir machen mal ein Like auf jeden Fall. 1 Minute 49, auch eine nice Länge. Wir schauen mal rein. Let's go. Ich muss ein bisschen lauter machen. Okay, jetzt soll es passen. Mhm. Also, irgendwie war die Qualität am Anfang besser. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Für mich ist es auch so, ich bin halt nicht so ein Fan von so langsamen Songs, ehrlich gesagt, muss ich auch zugeben, aber wir schauen auf jeden Fall mal weiter, vielleicht wird es ja noch. Spricht denn der für einen komischen Controller? Ist das auch nicht gesynkt zum Beispiel an der Stelle? Hier ist die Qualität zum Beispiel wieder besser. Mhm. Ich finde, die Clips sind voll für eine Montage geeignet. Man kann bei einer Montage aus den Clips, auch wenn die jetzt vielleicht nicht so gut sind, immer noch was draus machen. Nur die Clips hier, ich finde die voll in Ordnung für die Montage. Nur man hat halt im Schnitt absolut nichts draus gemacht. Das ist so das Problem. Also meiner Meinung nach definitiv so eine Durchschnittsmontage. Aber auf jeden Fall weiter so, Bro. Man kann sich ja immer verbessern. Die Links von den ganzen Leuten, auf die wir reagieren, sind natürlich immer unten in der Beschreibung, Leute. Checkt die auf jeden Fall gerne ab, falls ihr die Montage nice fandet, um ein bisschen Liebe und Support zu lassen. So, schauen wir mal die hier an. Mal gucken. Ja. Schaut noch Copyright aus. Perfekt. Und PCA Aqua. Ich glaube, der Kollege ist auch oftmals im Stream dabei. Ich glaube, auf eine Montage von ihm haben wir schon mal reagiert. Glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Let's go, Bro. Mhm. Also mir geht es irgendwie ein bisschen zu langsam alles wieder für den Song. Aber es ist sehr gut, also es ist nice gecuttet. Nur irgendwie finde ich die Clips so ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, für den Song. Also sie sind so ein bisschen langweilig gecuttet, würde ich mal behaupten. Aber man merkt auf jeden Fall, dass der schon mehrere Montagen gemacht hat und weiß, worum es geht. Das ist definitiv. Zum Beispiel, das meine ich, so dieses Nachgeladen und sowas. Ja, also die war okay. Also ich würde die Montage auch wie so eine Durchschnittsmontage bewerten. Der Schnitt, der war zwar gut, also man hat gesehen, er hat viel drauf, so cuttingmäßig, aber hat es irgendwie nicht so gepasst. So, da war kein Flow.
Ihr versteht, was ich meine. Aber auf jeden Fall weiter so. Das bessert sich mit der Zeit, Jungs. Immer nur konstruktive Kritik, wie gesagt, ne? Wenn ich irgendwie was sage, was euch jetzt nicht passt, schreibt ihr mir das gerne in die Kommentare. Um nochmal nachzufragen, ich meine nichts Böses. Ich meine alles nur, was ich hier sage, meine ich wirklich nur als Verbesserungsvorschlag. Ich will ja nicht nur, dass ihr irgendwie hier eine Reaction bekommt ohne Kommentar. Das bringt ja irgendwie auch nichts. Und damit kann man sich auch nicht wirklich verbessern. So, dann schauen wir mal hier bei Roki FNR vorbei. Das Thumbnail, das spricht mich irgendwie an. Das sieht irgendwie cool aus. Sehr nice. Sehr schöner Kanal auch. Sieht sehr nice. 140 Aufrufe, 92 Abonnenten. Sehr nice. Gute Bewertung. Sehr, sehr stark, Bro. Gucken wir mal rein. Perfekt, no copyright. Suppi, suppi, suppi. Also Quali. Schauen wir rein. Let's go. Jawohl. Schüttung, so muss es. Ab dem Punkt wird sie leider copyright. Das ist sehr, 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 sehr blöd. Es ist zwar sehr, sehr nice, dass sie Songs wechselt, aber Mann, das ist so nervig, das mit dem Copyright-Zeug, ne? Aber boah, no joke. Schaut auf jeden Fall. Wirklich, und lass dicken Support bei Roki da. Die Montage, ihr habt selbst gesehen, hat sehr, sehr stark angefangen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wirklich, wirklich. Sehr stark. Weiter so. Sehr stark. So, dann schauen wir mal in die nächste rein. Und zwar von Vase Professor. Den kennen wir doch auch im Streamchat. Let's go. Guck mal rein. Nice. Ist schon etwas älter, die Montage, aber fängt auf jeden Fall sehr stark an. Ist so geil einfach. Es ist so... den Clip, den habe ich auch im Stream gezeigt. Matos hat auch so einen Clip hochgeladen auf seinem Kanal, aber nur an diesen einen Clip, wo jemand komplett boxt, der Gegner dann gegen eine Wall läuft und dann blendet der auch so einen Clip ein. Es ist so gut. Sehr stark, Bro. Viel zu lange mit dem gleichen Song. Das würde ich auch in meine Empfehlung. Wenn ihr wirklich Bock habt auf eine längere Montage als 1,15 zum Beispiel, dann bringt einen Songchange rein. Das ist, weil das regt einfach zum Weitergucken an, sonst zieht sich das. Aber sonst sehr nice auf jeden Fall, Vase Professor. So, dann schauen wir noch in eine rein. Ich würde sagen hier von Quicks FN. Ah, der kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Ich weiß nicht warum. Let's go. Ey, schreib mal in die Kommentare. Ich vermisse die Lever schon so ein bisschen. Ich fand die Lever echt cool irgendwie. Imagine, die Lever wäre so vom Damage her wie die Spaß. Wie geil wäre die Lever dann? Weil ich finde, die Lever, die Animation von der Lever war so geil irgendwie. Richtig gebockt mit der zu spielen. Aber die Dragon Shotgun war so wack, ne? So ein Auto. Aber er hat sie scheinbar gern gespielt. Ey, Bro, wirklich sehr, sehr starke Montage. Wir schauen uns nicht länger an, weil es geht echt sehr, sehr lang. Aber wirklich, wenn ihr bei Quicks FN vorbeigucken wollt, gerne den Link auch, wie gesagt, in der Beschreibung wieder abchecken. Sehr stark.
Wirklich sehr, sehr stark. Fühle ich. Dann Baloo. Balululu. Was geht, Baloo? Ist die Copyright? Nein. Perfekt. Geh mal like. Let's go, Bro. Er sagt Quali. Oh. Gut. Ist auch noch letzte Season. Der Song ist ein bisschen leise für dafür, dass er halt auch die Gesprächssounds drin hat. Ich würde definitiv den Song lauter machen. Nice Skin, Bro. Sehr nice auch. Sehr, sehr stark. Vielleicht jemand. Also, bisschen viel Creative wieder, aber sonst nice. Also, der Song ist nicht so mein Fall, aber die Montage ist auf jeden Fall gut. Also, sie ist gut gecuttet, sie ist unterhaltsam. Sehr nice, weiter so. So, das soll's aber mit den ganzen Montages sein. Ich hoffe, euch hat es. Also ich blute. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Like da. Würde mich sehr, sehr freuen. Die ganzen Links zu den ganzen Leuten sind natürlich unten in der Beschreibung. Genau, wichtig, noch Copyright-Sounds benutzen, wenn ihr mal in einem YouTube-Video dabei sein wollt. Sonst einfach in den Stream vorbeigucken, in den Chat den Titel reinschreiben. Mit ein bisschen Glück reagiere ich dann on-stream auf euch. Da können wir uns natürlich alle Montagen anschauen. Sonst aber, Leute, wenn ihr mich kostenfrei supporten wollt, der direkteste Weg ist natürlich mein Creator-Code, AlbiVW im Itemshop. Würde mich sehr, sehr freuen. Sonst den Kanal noch abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen, auch noch die Glocke aktivieren. Sonst noch ein Like droppen, einen Kommentar schreiben, wie ihr das Video fandet, was als nächstes kommen soll. Ich denke, als nächstes kommen wieder ein Tipps und Tricks Video zu den Fights. Haben sich viele gewünscht, auch im letzten Video unter den Kommentaren. In den Kommentaren. Aber sonst soll es gewesen sein. Haut rein. Ich hoffe, wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder um 12:15 Uhr. Bis dahin, haut rein. Ciao.